Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich, wie ich eine Bratwurst einfülle. Es handelt sich hierbei um eine mittelgrobe Bratwurst, die in der 4 mm Scheiben gewolft und dann mit dem Kutter grob drunter gemischt. Die Därme habe ich eingeweicht bei lauwarmem Wasser. Wenn ich anfange, ich nehme immer, ich schneide mal da auf, dann sieht man es leichter. Ich nehme den Darm so. So habe ich sonst ein Darm. Ich nehme ihn so, jetzt ziehe ihn so raus. Und wenn er jetzt. Ah, schon. Wenn jetzt, vielleicht probieren wir, vielleicht ist einmal ein Knopf drin. Probieren wir nochmal. Zwar. Ein kurzer. Ja. Sollte sich also jetzt ein Knopf drin bilden, dann müssen Sie so auseinanderziehen ein bisschen. Und dann reißen Sie ein bisschen auseinander. Schauen Sie, da ist ein Knopf. Dann nehmen wir sie wieder so. Oder nehmen wir den jetzt. Dann ziehen wir raus. So. Jetzt hat sich der Knopf gebildet. Jetzt ziehe ich den ein bisschen auseinander. Schauen Sie, da ist der Knopf. Da dürfte der Knopf sein. Jetzt müsste das endlich wieder gehen. Jetzt ziehe ich den auseinander. Schauen Sie. Na. Ja. Da ist ein fester Knopf drin. Da ist er, schauen Sie. Dann ziehe ich ihn wieder. Der Knopf hat sich aufgelöst. Beim Einfüllen ist immer wichtig, dass ich die Medizin mache, ich den so auseinander mit den zwei Fingern. Na, jetzt will er nicht. So, und gibt dann immer ein bisschen Wasser rein. Weil das Wasser hat den Vorteil, dass er den Darm etwas leichter aufmacht und dadurch kriege ich leichter aufs Rohr aufgestraft. Da brauchst du kein Öl nehmen, wie oft die Kollegen das machen. So, nur ein bisschen Wasser rein, dann ziehe ich ihn drauf und dann ziehe ich ihn so drauf. Schauen Sie, und das Wasser habe ich da. Das Wasser macht den Darm nicht auf, dann geht das ganz leicht. Da brauchst du kein Öl. Dann tue ich das Wasser raus, dann mache ich noch einen Knopf drauf, zweimal rum, da einmal durch. Wichtig ist immer, mache ich nochmal auf, dass da das Brett heraus ist. Wenn Sie da mit Luft drin haben, dann haben Sie ein Problem. Sie müssen immer einschalten. Das ist da ein Kolbenfüller von Mainka, ist ein spanischer Füller. Da ist ein Kolben, den drückt es unten auf, wenn ich da betätige. Schauen, da muss ich immer schauen, dass da die Luft heraus ist. Jetzt binde ich das wieder ab. So. Dann mit der Hand nehme ich den Darm weg und mit dem bremse ich ihn an. Damit kann ich regulieren, ob ich fester oder lockerer die Wurst gefüllt haben will. Das nehme ich da. Da reguliere ich das mit den Fingern. Wenn ich fest haben will, drücke ich mehr zusammen. Wenn ich das Ding habe, mache ich etwas lockerer. Und schauen, dass die Masse nicht hinten reinkommt und keine Luft drin ist. Das geht ganz, eigentlich ganz einfach. Und hinten lasse ich immer offen, damit die. Wenn wir noch einen nehmen. Machen wir wieder das Gleiche. Ein bisschen Wasser rein. Dass da Wasser drin ist. Jetzt ziehe ich den drauf. Jetzt nehme ich wieder zweimal her. So, schieben vor. Mit denen, wie gesagt, wieder die Darm bremsen und mit denen schiebe ich ihn weg. Sehen Sie, das geht so wie von alleine. Und da jetzt. So. Jetzt zeige ich, wie ich ihn abdrehe. Dann nehmen wir den Anfang. Da habe ich den Knopf drauf gemacht. Jetzt sage ich, das Bar sollte so groß sein.
Da nehme ich Maß, damit das alle gleich groß sind. Da ziehe ich drücke zusammen und da drücke ich zusammen. Nachher kurbel ich ein bisschen. Schauen Sie. Da gibt es Spezialisten. Ich, wissen Sie, ich bin ja da kein Spezialist. Ich mache da in der Woche meine 40, 50 Kilo Würsteln. Das war es nachher, gell? Wichtig ist, dass alle gleich groß sind, keine Luft drin ist und schön prall gefüllt. So, schauen Sie, das hat den Vorteil, dass ich nicht zugebunden habe. Ich habe die Masse hinten entweichen können. So, die straffe ich aus. Jetzt beim Abbinden hinten nehme ich den Daumen, den Spagat, drücke den Daumen da fest, her, zu. Das haltet. Was ich bei den Naturdiamen immer noch mache, ich binde sie auch vorne ab. Weil vorne wird meistens ein bisschen locker, da binde ich sie auch ab, da haben die mich vorne ein paar als Würstel. Zweimal. Und jetzt gebe ich sie noch ein. Weil wir die beim Morgen abgekocht. Bei 75 Grad gebrüht, 25-30 Minuten, dann passt das. Jetzt werde ich nochmal zeigen, wie es geht. Dann nehme ich den Ding her, das erste Bärchen, so, und nach denen orientiere ich mich noch, dass die alle gleich groß sind. Wissen, da haben wir das, früher haben wir gehabt für Militär, da haben wir 1000 Würstel machen müssen, auch 10 Decker. Dann haben die genau die 1000 Würstel genau 100 Kilo gewogen. Das war, das ganz großer Wert drauf liegt, dass alle gleich schwer sind. Und wenn ein bisschen wach gefüllt ist, zwei, dreimal mehr umdrehen, bis sie schön stramm sind. Ich werde der Zug zu lang, sagen Sie, kriegen das nicht auf dem Sollstück nicht drauf, dann reißen Sie da ab. Die Masse da mal raus. Da binden wir wieder ab. Daumen, Spagat. Einmal, zweimal, das haltet. Da schneiden wir ab. Und vorne nochmal das Gleiche. Was ich noch sagen will, wir in Österreich geben bei der Bratwurst etwas Nitritbügelsalz dazu. Was hat den Vorteil, oder den, dass sie etwas rosa-roter von der Farbe ist. Ist noch ansteht, schaut fleischig aus oder frisch aus. So, jetzt gibst du eine. So, sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte abonnieren Sie mich. Daumen nach oben. Kommentare sind erwünscht. Ihr Profi-Metzger Ralf.